Irgendetwas stimmt hier nicht. Du beherzigst meine Lehren nicht. Ich habe alles getan, was du wolltest. Und ich wollte nur die Wahrheit. Woher hast du die Feuerklingen? Wozu verstecken? Du sagst, Götter zu töten hat Konsequenzen. Hast du einen damit getötet? Einen? Wen hast du vermacht, ihn noch getötet? Wie viele? Alle. Hörst du mich? Ich höre dich. Und über diese Themen reden wir nicht. Bedränge mich nicht, Junge. Ist gut. Mimir, weißt du was? Ich weiß jetzt alles, was ich wissen muss. Ich muss nichts mehr dazulernen. Ah, gratuliere. Das klappt so nicht, mein Freund. Bewegt sich mittlerweile ganz schön schnell. Und das bringt uns direkt zum Gipfel? Oh Mann. Angriff! Warte! Einfach null Chance haben. Die sie einfach wirklich literally null Chance haben. Das ist aber wirklich auch ein komplett neuer Bereich hier, den wir vorher noch nicht hatten. Die lernen es nie. Was? Seid gewarnt. Die Tunnel in den Wänden hier oben zeigen frische Drachenspuren. Den Drachen haben wir getötet. Ah! Hey. Erzählt mal! Nein, ich will die Geschichte nicht erzählen. Die Corset nervt. Was haben wir denn da? Kannst du da hoch, Atreus? Dann holt er die. Ach, dann holt er die Kette hoch, okay. Oder runter. Oh ja, wir sind wirklich nahe dem Gipfel. Look at that. Was kriegen wir hier? Okay, man scheint da später irgendwas machen zu können. Allerdings können wir das dann jetzt noch nicht machen. Ist jetzt die Frage, ob man hier lang gehen muss? Wahrscheinlich ja, wobei... Ja, man muss hier lang gehen, okay. Hier, Junge. Dann gucken wir uns erstmal das an. Wo sie nie suchen würden. Die Valkyren werden mich bis zu meinem Ende jagen. Wenn sie das meine wollen, verstecke ich es direkt vor ihrer Nase. Also an ihrem Thron? Möglich wär's. Wir gehen jetzt erstmal hier oben lang. Hier ist wahrscheinlich irgendein Nebenzeug. Hoffentlich.
Interessant. Was steht da? Da steht: Wecke ihn nicht. Was soll's? Wir haben andere in diesem Berg getötet. Wer will noch eine Kostprobe? Erstaunlich, wie wenig Chance diese Level 6 Ogre noch gegen uns haben. Autsch, come on! Reiß dich ein bisschen zusammen, das gibt's ja nicht. Ja, da mochte ich dich auch noch mehr. Oh, sehr schön. Fester Svartalfheimstahl. Oh. Okay. Da ist jetzt wirklich die Frage, wie wir da rankommen. Das dürfte nämlich schwierig werden. Ich sehe hier keine... Vielleicht hat das wirklich was mit dem Ding hier unten zu tun. Mit dem hier. Problem ist, das hält ja auch nur 10 Sekunden. Ah. Und wo kann man das jetzt hinstellen? Überall, okay. Ja, das ist ja witzig. Dass man das Ding bewegen kann, finde ich cool. Okay. Das heißt, von hier unten müsste ich mir das jetzt holen. Ja. Dann rennen, 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 rennen. Und das hier rein. Dongle. Perfekt. Es hat geklappt. Und wir finden Hyperions Schlag. Ein gewaltiger Schlag, der eine zerstörerische Explosion auslöst. Hyperion, einer der Titanen. Haben wir, glaube ich, nie getroffen in God of War in den anderen Teilen. Ich bin mir nicht sicher. Ist auf jeden Fall schon mal eine sehr coole Idee. Mit diesen tragbaren Teilen. Komm, hier lang! Stirb! Noch nicht! Ein Frost vergessen. Du sollst das Ding werfen. Das nichts. Von links. So wird das nichts. Ja.
Er ist auf jeden Fall schwieriger als die anderen bisher. Dürfen wir ihn eigentlich haben? Perfekt. Aber wie wahnwitzig. Langsam wird's öde, ja genau. Ach so. Ich dachte gerade, das ist irgendwas im Spiel, aber das ist einfach nur... irgendwelches Gebore da oben. Erhöhte Resistenz gegen Frostangriffe ist natürlich auch geil. Frostvergessener. Auf unserem Weg den Berg hinauf sind wir einem Frostvergessenen begegnet. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, das nervt einfach zu Tode. Vor dieser Reise dachte ich, alle Vergessenen wären aus Feuer und Stein, aber anscheinend haben sie nur den Stein gemeinsam. Dieser hier muss ursprünglich ein Teil des Berges gewesen sein. Ich wette, ihm wurde es als Berg zu langweilig, also stand er eines Tages einfach auf und ging davon. Möglich. So, was haben wir da? Vergessenen Trümmer für das Rüstungsset. Hacksilber, jede Menge. Vergessenen Herz, auch wichtig für das Set. Was finden wir hier denn noch alles? Look at that, das ist auch interessant. Das auch. Hier war wahrscheinlich auch mal irgendwann was. Okay. Also Atreus braucht auf jeden Fall, um wieder auf dem Boden der Tatsachen zu landen, eine richtige Abreibung. Und diese Abreibung wird er wahrscheinlich von Baldur kriegen. Alles andere würde mich sehr wundern. Oh, was haben wir hier? Neues Wissen. Die Versiegelung Asgards. Es ist vollbracht. Asgards Befestigung ist undurchdringbar. Nur die Zugänge, die Odin kontrolliert, sind nicht versperrt. Die Plage der Toten wird uns nicht erreichen. Auch müssen wir die Warnen nicht fürchten. Der edle Thor muss davon erfahren, wenn seine Zeit naht in Allvaters Plan. Der Rabenwächter. Oh nice. Hoch die Tassen. Der letzte Teil des Sets. Das ist sehr gut. Auch das ist sehr gut. Ich finde es einfach schön, wenn man mittlerweile irgendwie alles erreichen kann, wenn man es halt findet. Wir haben mythische Schulterbrüstung der Klarheit. Brustrüstung. Armschienen gestärkt mit geschichtetem poliertem Stahl. Unbekannter Herkunft. Begünstigen Abklingzeit. Im Großen und Ganzen halte ich mich erstmal an das, was ich jetzt schon habe. Ist da ein Laden? Da ist Sindri. Sindri und Brock sind also hier ganz in der Nähe beieinander. Dann lass ich mal alles stehen. Hi. Jetzt haben wir beim Berg aber auch wirklich schon jede Menge. Dann raffe ich mich wohl. Klauenbogenverbesserung. Ernsthaft? Willst du dir nicht lieber oh ja. Helfen lassen? Na dann mal los. Nice. Und damit ist er aufs Maximum verbessert. Mythische Schulterrüstung der Klarheit. Ist auch schon ziemlich gut.
Aber nein. Hier fehlen jetzt noch Springer-Rüstungsteile. Wie sieht's aus mit diesem vergessenen Zeug? Schulterrüstung der Vergessenen, da ist es doch. Ja, die müssen wir auf jeden Fall auch herstellen. Wir werden sie auf jeden Fall nicht tragen, so viel ist klar. Gürtel der Vergessenen. Ja, wir stellen jetzt mal eben den Gürtel der Vergessenen her. Fast so, als hätte man ein dickes Fell. Und die Rüstung der Vergessenen. Die Rüstung abschließen. Yep, und haben dann damit auch die nächste, das nächste Achievement freigeschaltet. So, wir haben jetzt 15.000 Erfahrungspunkte, wie ich das sehe. Da könnte man hier bei den Chaosklingen Hephaistos Schuss auf die höchste Stufe bringen. Vergrößert den Explosionsradius und die Stärke des verursachten Betäubungsschadens deutlich. Ja. Kostet zwar 13.000 Erfahrungspunkte, aber ganz ehrlich. Was soll der Geiz? So, hier ist nichts. Okay, dann geht's nur hier weiter. Wann kommen wir denn endlich am Gipfel an? Oh, das sieht gut aus. Der Gipfel. Hier wahrscheinlich eine Begegnung. Geschafft. Geprägte Reliquie der Belohnung, okay. Und Weltenstaub. Den nächsten Weltenriss geschlossen. Eine Truhe. Oh, die sieht gut aus. Guck mal, die violette Färbung. Als wenn das wirklich eine legendäre Truhe wäre. Die Welt des Nebels. Niflheim Schiffrin. Eine weitere gefunden. Da fehlt jetzt nur noch eine, ein Teil. Hier kriegen wir immerhin ein bisschen Leben. Und hier oben geht es dann auf den Gipfel. Da bin ich ja wirklich gespannt, was passieren wird. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass wir so einfach nach Jüttenheim kommen. Beziehungsweise, was heißt einfach? Bis hierhin haben wir noch nicht genügend Abenteuer dafür erleben müssen, oder was? Kommt schon, ihr zwei. Das Schweigen ist ja unerträglich. Schon gut, wir sind bloß konzentriert. Als ob. Ah, jetzt sind wir hier wieder, okay. I have a bad feeling about this. A real bad feeling. War hier unten noch was? Tatsache. Gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Mythische Armschiene der Klarheit. Ah, wieder das Ding mit der Abklingzeit. Und gehärtet das Vaterfeimstahl. Wieder der Gute. Ich meine, die Dinger sind schon nicht schlecht, das muss man sagen. Und die Abklingzeit wird dadurch halt enorm verstärkt, aber ich kann das nicht gebrauchen.
So, Atreus. Versuchen wir unser Glück. Wir werden's. Sind wir gleich da? Ja. Endlich. Wir werden scheitern. Obwohl es komisch ist, dass der Sturm weg ist, muss ich sagen. Das wundert mich. Die Brücke nach Jötunheim öffnen. Die Rune. Und sobald wir das getan haben, haben wir ein Problem. Oder was auch sein kann, ist, dass Atreus die falsche Rune hier reingeritzt hat. Weil das eine Falle der von den Asen war. Ich wollte gerade Arsena sagen. Ich habe dann selbst gemerkt, wie dumm das ist. Boah, das nervt so mit diesem Gebore, ey. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber es ist echt unerträglich gerade. Wow. Jötunheim. Geschafft. Das ist sogar schon der Gipfel. Richtig, nicht wahr? Ich erinnere mich. Bruder, Vorsicht! Baldur. Vermisst? Lauf, Junge! Über die Brücke! Nein! Ich bin auch ein Gott! Ich kann das! Lass ihn los! Walter, lass sie gehen. Nimm mich dafür. Ich tue, was immer du... Sei still. Ganze Zeit dachte ich, ich bräuchte dich. Aber du bist nutzlos. Offenbar ist der Junge der Schlaue. Nein! Hurensohn. Verschwinde, Junge. Ja, unbedingt, Kleiner. Lauf weg. Lass Papa die ganze Drecksarbeit tun. Lass los! Ruhig, Junge. Du bist noch nicht so weit. Ich bin bereit. Und ich dachte, meine Familie wäre total verkorkst. Dein Vater hat recht, Junge. Du bist längst nicht so weit. Wärst du jetzt so nett und hältst das für mich? Oh. Danke. Atreus! Oh Gott. Da ist doch noch ein neuer Drache. Das ist ja von Baldur. Weißt du nicht, wann es genug ist? Bleib weg von meinem Sohn! Okay, krass. Aber es macht ihm einfach nichts aus. Es macht Baldur nichts aus. Fertig! Warum sterbt ihr nicht?
Warum weicht er nicht aus? Geht doch. Da ist Atreus. Er ist direkt vor uns. Ist er jetzt runtergepurzelt? No. Nein! Scheiße! Aber er kann auch nicht mehr fliegen. Er ist abgestürzt. Wir müssen da schnell hin. Ich habe dich etwas gefragt. Zu spät. Das Ziel ist bestimmt. Und wenn sich die Brücke öffnet, wird dich Asgard mit all seiner Kraft überrollen. Es ist vorbei. Wirklich? Sofort los, oder ich töte ihn. Du weißt dich meines Ernst. Was hast du getan? Junge! Helheim. Wollen wir Baldur in Helheim einsperren? Autsch! Junge! Ich bin hier! Beweg dich nicht! Baldur ist echt die lebende Version eines Extreme Punching Bags, ey. Das ist einfach so unfassbar. Man kriegt ihn nicht tot. Hilfst du mir jetzt mal? Wo ist er denn? Ach, da. Mir jetzt zu und sagst kein Wort. Ich bin dein Vater und du, Junge, bist nicht du selbst. Du bist hitzköpfig. Du bist frech, ungehorsam und außer Kontrolle. Das dulde ich nicht. Du ehrst deine Mutter und wirst diesen Pfad umgehend verlassen. Es ist nicht zu spät. Dieses Gespräch ist nicht vorbei. Wir sind nur deinetwegen hier, Junge. Vergiss das niemals. Runde 2. Trophäe erhalten. Zum Gipfel zurückkehren. Wieder 9000 Erfahrungspunkte. Aus Helheim fliehen. Ein Weg aus Helheim finden. Und es war ja klar, dass wir mit Atreus hier hinkommen. Ich hätte nur nicht gedacht, dass es so sein wird, sondern dass wir optional hier zurückkehren könnten, wenn eben Atreus wieder, ja, gesund ist. Und das war er dann ja. Wir haben jetzt fast genug Erfahrungspunkte, um hier die den Frostsegen aufs Maximum zu bringen. Das machen wir aber erst alles beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play God of War. Und ich hoffe, ihr seid mit dabei. Und denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.